Naja, die Rechenregel Klaps. Ich habe die ein bisschen komisch hingeschrieben, warum sage ich gleich. Wir kennen doch alle die Rechenregel Punktrechnung ist vorrangig vor Strichrechnung. Also wenn ich zum Beispiel sage, A soll sein 5 plus 4 mal 3, dann rechnen die meisten immer zügig los und sagen, 5 plus 4 ist 9 und dann nehmen sie mal 3 und das soll 27 sein. Nein, 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 geht nicht. Aber ne, wenn wir die Punktrechnung vor Strichrechnung Regel anwenden, dann sagen wir erst 4 mal 3 wird zusammengenommen. Das ist 12, 5 plus 12 ist dann 17. Okay. Warum Klaps? Klaps, nochmal so geschrieben, Klammer, dann die Punktrechnung und dann die Strichrechnung. Kann man sich mit dem Kunstwort gut merken? Klaps, zusammengezogen, Klaps, der Klaps. Geht viel einfacher. Gucken wir uns das mal am Beispiel an. B soll sein. 3 mal in Klammern 5 plus 1 minus 10. Leute, schreibt lieber eine Zeile mehr. Einfach. Beachtet mal die Links. Ich füge hier Links an. Da ist immer so ein i, wenn der Link nicht gerade hier oben als Teaser erscheint, ist erstmal ein i. Wenn ihr da drauf geht, irgendwie, dann kriegt ihr Links, die euch dazu noch mehr, zum Beispiel zu solchen Regeln oder zu anderen Sachen, noch mehr bieten. Also, so dass ihr da noch ein bisschen genauer Bescheid wisst. Gut, gehen wir aber nochmal hier zu unserer Aufgabe. Also, b soll sein. Und jetzt sage ich, lieber eine Zeile mehr schreiben, das entlastet das Gehirn. Ich sage, oh, Klaps, zuerst die Klammer. Also schreibe ich hin, dreimal und jetzt rechne ich die Klammer aus. Gut, zugegeben, das ist hier nicht so schwer, das könnte man auch im Kopf machen, aber entlastet den Kopf. Das ist also 3 mal 6 und dann schreibe ich wieder minus 10 ab. Und dann schreibe ich nochmal eine Zeile und sage, 3 mal 6 ist 18 und dann minus 10 und jetzt habe ich B, ohne dass ich nachdenken muss, raus und das ist dann 8. Peng, fertig. So einfach. Also, Klaps, erst die Klammer, dann die Punktrechnung, dann die Strichrechnung. Achtung, es gibt auch eine Regel, die nenne ich gerne Klaps rückwärts. Die wenden wir beim Gleichungen lösen an. Ich hoffe, dass ich dann hier den Link noch unterkriege, beziehungsweise ich werde dann zum Schluss Links anfügen zu lauter solchen Merkregeln, Rechenregeln oder wie man sich DIN A4 Seiten merken kann, ganze DIN A4 Seiten ruckzuck auswendig lernen kann, mit Kunstwörtern, mit lauter Blödsinn und so weiter. Das ist manchmal lustig, aber es hat seinen tieferen Sinn. Eselsbrücken helfen uns, als Esel über die Brücke zu gehen. Und dann wären wir nicht nass, dann haben wir es verstanden, dann können wir es immer richtig anwenden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen und alles Gute dazu. Bis später. Tschüss.